Hallihallo, liebe Freunde, hier ist euer alter Mann. Es ist heute Sonntag, der 3. Mai im Jahre des Herrn 2020. Und heute ist Tag der Sonne, gemäß dem kleinen Kalender. Und im Gegensatz zu vielen Tagen, die, sagen wir mal, kurios oder in vieler Menschen Augen regelrecht unwichtig sind, finde ich diesen Aktionstag doch bemerkenswert. Der Ursprung geht zurück in das Jahr 1978. Und zwar hat damals der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter diesen Aktionstag überhaupt ins Leben gerufen. Der Grund war eigentlich recht einfach. Es ging darum, die amerikanische Bevölkerung auf das Potenzial von Solarenergie hinzuweisen. Und ein Herr Dennis Hayes, der Organisator des Tages der Erde ist, hatte die Idee dazu. Während unsere Sonne ein kostenloser Energielieferant ist, sind andere Quellen wie Öl und Erdgas nicht nur begrenzt und extrem teuer, sondern deren Nutzung ist auch vor allem mit Risiken für die Umwelt verbunden. Persönlich neige ich jetzt dazu, einen Schlenker zu machen, denn wir könnten uns viel Unheil, Leid, Not und Krieg auf der Welt sparen, wenn eine gewisse Wirtschaftsmacht, eine große Wirtschaftsmacht, nicht überall da, wo Erdöl oder Erdgas zu finden ist, Krieg anfangen würde, um sich die Quellen zu sichern. Das nur mal aus meiner Perspektive und der Sichtweise eines Menschen, der für Frieden steht. Seit Jahren ist der Weltklimagipfel nur noch ein Horrorszenario und vor allen Dingen in den letzten 3, 4, 5 Jahren wurde es immer wieder klipp und klar offengelegt, dass die beschlossenen Ziele nicht einmal ersatzweise oder ansatzweise zu erreichen sind. Und auch, wenn ich mir jetzt einen Haufen Ärger einhandle, weil ich so offen darüber spreche, das ist mir egal, auch wenn es viele Arbeitsplätze kostet, es bleibt eigentlich wirklich nur eins, nämlich die Kohlekraftwerke außer Betrieb zu nehmen. Und damit, Haken dran, Schluss für heute mit den politischen Dingen, kommen wir zu den positiven Sachen, die der Tag der Sonne mit sich bringt. Und einfach mal möchte ich aus medizinischer Sicht, ich komme ja nur aus der Pflege und habe es oft genug beobachten dürfen, wie die Sonne positiv auf uns einwirkt. Auch am eigenen Leibe natürlich. Die Sonne ist ja nicht nur ein Energielieferant. Sie bringt uns Freude ins Leben und in unsere Herzen. Sie ist der wichtigste Vitamin D-Lieferant, sorgt ganz allgemein für gute Stimmung bei den Menschen und lässt uns von der Südsee und einem Palmenstrand träumen. Zumindest mich. Ich kann das noch. Sonnenlicht ist der einfachste und der gesündeste Weg für mehr Vitamin D. Und dieses Vitamin D ist für uns fast so wichtig wie der Sauerstoff zum Atmen. Das Vitamin D wird in unserem Körper produziert, sobald wir Sonnenschein ausgesetzt sind. Vitamin D verhält sich in unserem Körper wie ein Hormon, vielmehr wie ein Hormon als ein Vitamin. Unser Körper benötigt nämlich Vitamin D für eine Reihe von physiologischen Prozessen, wozu auch der Elektrolytestoffwechsel, die Proteinsynthese und das Immunsystem, die Nerven, die Muskelfunktion und vieles, vieles mehr gehören. Und auch in der Nacht hat es eine Bewandtnis, denn Sonnenlicht hilft uns, den Schlaf
Wachrhythmus aufrechtzuerhalten, an dem ja viele ältere und hochbetagte Menschen in den alten Pflegeeinrichtungen und Heimen zu knabbern haben. Durch das helle Sonnenlicht sendet der Sehnerv eine Nachricht an den Teil des Gehirns, in dem auch das Schlafhormon Melatonin produziert wird. Während des Tages wird weniger Melatonin ausgeschüttet. Sobald es dunkel wird, steigt aber die Produktion stark an. Eine geringere Melatoninproduktion wird oft mit einer schlechten Schlafqualität in Verbindung gebracht. Und das hat auch seine logische Bewandtnis. Ebenso ist Sonnenlicht für starke und für besonders für gesunde Knochen extrem wichtig. Das produzierte Vitamin D stimuliert im Körper die Calciumaufnahme, was für gesunde Knochen notwendig ist. Die Gefahr für gefährliche Knochenkrankheiten wie etwa Osteoporose, das sind diese Menschen, die mit dem Oberkörper weit nach vorne gebeugt gehen. Und im schlimmsten Fall sieht es so aus, als ob sie einen Purzelbaum schlagen wollen. Und ich erinnere mich an viele Situationen in Pflegeeinrichtungen, wo solche Menschen an ihrem Rollator gingen. Und ich bin eine Zeit lang hinterhergestiefelt, immer in der Erwartung, so jetzt jeden Moment macht's plumps. Das ist aber Gott sei Dank nicht passiert. Aber wenn man zum ersten Mal diese Situation sieht und diesen Mensch vielleicht nicht so genau kennt, ich kann euch sagen, da macht man sich so seine Gedanken und dahinter steckt auch eine ganze Menge Papierkram, denn ein Sturz ist nicht so eine Sache, die man so larifari mal eben kurz wegwischen kann, sondern das muss sorgfältig protokolliert werden, da werden Sturzprotokolle angelegt mit Datum, Uhrzeit, was war der Grund dafür, ja, irgendwelche Stolperhindernisse und das muss recherchiert werden, weil da geht es auch darum, um Sicherheitsaspekte und auch um die Sicherheit vielleicht in solch einer Einrichtung mitentscheidend zu verbessern. Da steckt also eine Gefülle von Gedanken hinter, die man als, ich sag mal, normaler Mensch ohne eine medizinische Ausbildung eigentlich gar nicht hat. Man macht sich vielleicht Gedanken, dass jemand plumps macht, aber was die Konsequenzen davon sind, Brüche, Oberschenkel-Halsbrüche, Hüfte kaputt und so weiter, das zieht sich wie ein bunter Faden durch die Pflege. So, jetzt bin ich schon wieder vom Thema abgeschweift, da kommt wieder der Altenpfleger in mir durch, ich kann nichts dafür, die Uhr tickt. Außerdem sorgt die Wärme, die uns die Sonne gibt, für die Verbesserung der Durchblutung und erhöht damit gleichzeitig die Vitamin-D-Produktion, was wiederum für ein gesundes Herz wichtig ist. Durch die UV-Strahlen der Sonne werden Stickstoffmonoxide freigesetzt, was den Bluthochdruck senkt. Das ist eine tolle Sache, Eigenregulation des Körpers. Unser Körper kann so dermaßen viel. Und außerdem, ganz unterm Strich, stärkt Sonnenlicht unser Immunsystem. Durch das produzierte Vitamin D wird die Funktion der T-Zellen in unserem Immunsystem unterstützt. Und die T-Zellen sind wichtig für das Immunsystem, denn sie werden dort zur Abwehr von äußeren Einwirkungen eingesetzt. Also Leute, es gibt eigentlich nur eins, falls sie denn scheint, hier ist es gerade leider nicht so. Wenn die Sonne scheint, ab raus in die Sonne, tut es für euch. In Corona-Zeiten könnt ihr auch raus. Haltet euch nur draußen an die Regeln, haltet Abstand, setzt euch irgendwo auf eine Bank, genießt diese Sonnenstrahlen und wer dann so sonnenbestrahlt ist. Na Leute, da gibt es doch eine Sache, die ist zwar momentan durch Corona auch mit kleinen Hindernissen und Spielregeln und Tralala verbunden, aber was bedeutet Sonne? Ganz genau, Eis essen gehen. Und auch dazu habe ich 2016 etwas geschrieben.
Das möchte ich euch heute noch ganz kurz mit auf den Weg geben. Es ist doch Sonntag und da kann man sich mal was gönnen. Denn ich kann Menschen sehr gut verstehen, die bei tollem Wetter Eis essen gehen. Denn bei herrlichstem Sonnenschein, was bitte kann da erfrischender sein? Nun bin ich aber dann meist aller Orten überwältigt von den vielen Sorten. Statt Vanille- und Schokoladengenüssen, Baccio, Kiwi und Zimt mit Haselnüssen, Amarena, Blutorange und Melone, diese Sorten sind auch nicht ohne. Kokos, Cookies oder Rumkrokant bringen einen fast um den Verstand. Jedes Jahr gibt's neue Sorten zu sehen, denn die Eismacher ihr Handwerk gut verstehen. Und auch wenn die Preise deftig sind, freut sich doch jeder wie ein Kind. Und das gönne ich euch sowas von Herzen gerne. Ihr wisst, die Erde ist und bleibt rund. Und ihr Lieben, ich kann es jeden Tag mit Freude wiederholen. Ihr bleibt bitte gesund. Dafür sind meine Daumen gedrückt, denn ich bin von euch entzückt. Und ich freue mich jeden Tag, weil viele Leute mich gern mag. In diesem Sinne sage ich bis dann, euer alter Mann. Habt euch wohl, bleibt gesund, bleibt mir gewogen, die Welt bleibt rund. Ich sage, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.